Ja. Schlafen Sie gut? Ja. No. Nein. Okay. Ja. So God is so good to us. We have a good weather today. Gott ist so gut zu uns. Heute haben wir schönes Wetter. So when we were in the spice hall, we saw outside so beautiful. Eben als wir im Frühstücksraum waren und hinausgeschaut haben, da haben wir gesehen, wie wunderschön es draußen alles geworden ist. No, last month when we were looking outside, it was not so good. Also letzten Monat, als ich hier war und rausgeschaut habe, da war es noch nicht so schön. But now so beautiful. Aber jetzt ist das alles so voll, so schön. You know, this is a time of new life, no? Also wisst ihr, wir sind jetzt in der Zeit, wo das neue Leben aufsprießt. Ja. Yeah. This is springtime. Frühlingszeit. No, spring. See, why are we here? To have a new life. Und warum sind wir hier? Damit auch wir ein neues Leben empfangen. And who is giving that new life? Und wer gibt uns dieses neue Leben? Jesus through the power of the Holy Spirit. Ja, Jesus gibt es uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. He gives the new life. Er schenkt das neue Leben. So let us read about that. Und darüber wollen wir jetzt etwas lesen. Let's take John chapter 3, verse 5. Nehmen wir das Johannesevangelium, drittes Kapitel, Vers 5. We hear like this. Da lesen wir. In all truth I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of the water and the spirit. Da sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. So water and the Holy Spirit. Also Wasser und Geist, Wasser und Heiliger Geist. So today we will see about these two aspects. Heute wollen wir uns mit diesen beiden Aspekten beschäftigen. See, we got alive at the time of our birth. Also wir haben das Leben empfangen zur Zeit unserer Geburt. But with a new birth, we got a new life. Aber durch eine neue Geburt bekommen wir ein neues Leben. When was that new birth? Second birth? Wann war diese sozusagen zweite Geburt? Ah, during baptism. Ja, während der Taufe. During baptism. That's a second birth. We are born as the children of God. Ja, die Taufe ist sozusagen unsere zweite Geburt. Da sind wir geboren worden als Kinder Gottes. And the Spirit of God started to live inside of us. Und der Geist Gottes hat begonnen in uns zu leben. And we became his property. Und dadurch wurden wir sein Eigentum. Huh? So we can say, Our Father. Und deswegen können wir sprechen, Vater unser. Yeah? So this is the new life he gives. Das ist das neue Leben, das er uns schenkt. That is a starting. Das ist der Anfang. But you know, in order to receive the Holy Spirit, the mandatory condition is, we should accept the Lord as the Lord of our lives. Aber um den Heiligen Geist wirklich zu empfangen, ist die Hauptbedingung, dass wir den Herrn als den Herrn unseres Lebens annehmen. And Holy Spirit helps us for that. Und dazu ist uns der Heilige Geist eine Hilfe. In baptism, what do we do? Was geschieht in der Taufe? We take Jesus as the Lord. Wir nehmen Jesus Christus als unseren Herrn an. And we say, I believe in God. We do that creed, no? Baptismal vows. Also dann sagen wir, ich glaube an Gott. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ja. Yeah. So the first thing is baptism. Also das erste ist die Taufe. So we start a new, from there begin a new life in us. Durch die Taufe beginnt ein neues Leben in uns. Then time to time this life has to be nourished. Und von Zeit zu Zeit muss dieses Leben, was wir da haben, immer wieder neu genährt werden. So if the child is born, if you give food to the child, after some time the child will die. Also, wenn ein Kind geboren ist und ihr gebt ihm nicht immer wieder was zu essen, dann wird das Kind sterben. So, we have to give food for our spiritual growth also. Also müssen wir auch für unser geistiges Wachstum immer wieder Nahrung zu uns nehmen. Yeah. Let us take John chapter 7. Nehmen wir dazu Johannes Kapitel, Johannes Evangelium. John chapter 4.
Viertes Kapitel, Johannes 4. Let's take 14. In Vers 14. Jesus tells the Samaritan woman. Da spricht Jesus mit der Samariterin. Whoever drinks this water will be thirsty again. But one who drinks the water I shall give you will never be thirsty again. The water I shall give him will become in him a spring of water, welling up for eternal life. Also Jesus sagte der Samariterin, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. This is in the, to the Samaritan woman, right? Das ist ein Gespräch mit der Samariterin, das kennt ihr. See, that time, who asked for water? Samaritan woman asked for water or Jesus asked for water? Also wie war das? Hat die samaritische Frau um Wasser gebeten oder hat Jesus um Wasser gebeten? Jesus asked for water. And did Samaritan woman give water to Jesus? Also Jesus hat um das Wasser gebeten und hat die samaritische Frau ihm Wasser gegeben? Ja. He gave. No, it is not given that she is giving. Also sie gibt. She gave. Sie gab es ihm. Yeah. No? So Jesus is asking. Also Jesus ist es, der bittet. But ultimately, who gives the water? Aber in der Tat, wer gibt es Wasser? No? Jesus. And because Jesus says, okay, this water, if you drink, you will be thirsty again. Also Jesus sagt, das Wasser, das du mir gegeben hast, davon wirst du immer wieder Durst bekommen. But the water I give, once you drink, you will never be thirsty again. Aber wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben werde, wirst du nicht wieder Durst bekommen. See, she tried so many ways to satisfy her thirst. Also wir haben gesehen, diese Frau, sie hat auf so viele verschiedene Art und Weise versucht, ihren Durst zu stillen. How can you say that she tried different ways to satisfy her thirst? Wie können wir das sagen? Woran sehen wir das bei der Frau, dass sie auch so oft versucht hat, ihren Durst zu stillen? Yeah, she had 5 men. Ja, sie hat so viele Männer gehabt, 5 Stück. Maybe she thought that if I go with this man, I will be happy. Vielleicht hat sie immer wieder gedacht, wenn ich diesen Mann nehme, dann werde ich glücklich. Huh? Was she happy? Aber war sie glücklich? No, so she changed another person. Okay, he is better. Also sie war nicht glücklich und hat sie das nächste ausprobiert und gedacht, das ist vielleicht besser. That also did not. So, aber auch das funktioniert so nicht. So third one. Und der dritte. Fourth one. Vierte. Fifth one. Fünfte. But now with another man who is not the husband. Und jetzt ist sie mit einem anderen Mann zusammen, der nicht ihr Ehemann ist. But none of this gave her happiness. Aber niemand von diesen konnte ihr wirklich Glück und Freude schenken. But she is thirsting again and again. Aber sie hat immer, immer, immer noch Durst. Yeah. But Jesus says. Und dann sagt Jesus. See, you will try so many ways to fulfill your thirst, satisfy your thirst. Also du hast schon so vieles probiert, um deinen Durst zu stillen. But the water I give. Aber das Wasser, das ich dir gebe, drink, ist, wenn du davon trinkst, you will never be thirsty again. Dann wirst du nie wieder Durst haben. Not only that. Und nicht nur das. Okay, it will satisfy my thirst. Also das erste ist, mein Durst wird befriedigt. But Jesus says. Aber dann sagt Jesus noch mehr. And this water will become in you a spring of water. Das Wasser wird in dir selbst zu einer sprudelnden Quelle werden. Welling up for eternal life. Und diese Quelle wird dir ewiges Leben schenken. No? What you remember, whatever Jesus gives, he gives in abundance. Erinnert euch, dass wir gesagt haben, was immer Jesus schenkt, das schenkt er in Überfülle. So here we have seen, he is giving water, not little bit, one glass of water. Also Jesus gibt hier Wasser, nicht nur so ein kleines Glas Wasser. No, he tells, I will give this water, once you drink this, that will start to be a spring of water, river of water. Also er gibt ihr Wasser zu trinken und sagt, wenn du dieses Wasser trinkst, dann wird es in dir zu einer sprudelnden Quelle werden. And not only that, it will well up, it will come out, it will overflow. Und es wird aus dir heraus sprudeln, es wird überfließen. Not only for yourself, but for others.
Und das auch nicht nur für dich, sondern für die anderen mit. So what happens? Und was geschah? This not only will satisfy my thirst, but it also will help others also. Also dieses Wasser, das er mir gibt, ist nicht nur für mich selbst, sondern es dient dann auch noch den anderen. What is that water? Was ist dieses Wasser? The Heilige Geist. Ja, dieses Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. That we see in John chapter 7. Und das wiederum sehen wir jetzt im Johannesevangelium im 7. Kapitel. There we see on chapter 7:37 onwards. Das sehen wir in Johannes 7:37. On the last day, the great day of the festival, Jesus stood and cried out. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Let anyone who is thirsty come to me. Wer Durst hat, der komme zu mir. Let anyone who believes in me come and drink. Und jeder, der nicht glaubt, soll kommen und trinken. As the scripture says, from his heart shall flow streams of living water. So wie es in der Schrift heißt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. And he was speaking of the Holy Spirit, those who believed in him were to receive. Damit meinte er den Heiligen Geist, die empfangen sollten, die an ihn glauben. So he was speaking about? Also worüber hat er gesprochen? Holy Spirit. The water is the Holy Spirit. Über das Wasser, das der Heilige Geist ist. And for there was no Holy Spirit, he asked, because Jesus has not been glorified. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Now we have to understand what is Jesus meaning by all this. Also jetzt müssen wir verstehen, was Jesus mit all dem meint. Let's go back. Gehen wir noch mal zurück. On the last day, the great day of the festival. Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes. What festival it is? Was war das für ein großes Fest? You know, for the Jews, three times they have to go to the Jerusalem temple to pray. Also ihr wisst vielleicht, die Juden müssten dreimal zum Tempel nach Jerusalem gehen, um dort zu beten. One is for the feast of the Passover. Einmal ist es das Passahfest. To celebrate Passover. Um das Passah zu feiern. Second one is the feast of the shelters. Das zweite ist das Fest of the shelter or the tent. Das Laubhüttenfest. Okay. Shelters. And the third one is Pentecost. Und das Feast of the Pentecost. Und das dritte Mal war das Pfingstfest. Okay. So this is the second one, Feast of the Shelters. Und jetzt sind wir beim Laubhüttenfest. What is that Feast of the Shelters? Was ist dieses Laubhüttenfest? That is, Feast of the Shelters is a feast in which they remember the wonders God has done when they were in the desert. Also beim Laubhüttenfest erinnern sich die Juden an all die Wunder, die Gott gewirkt hat, als sie in der Wüste waren. Especially when they were thirsty in the desert, what did God do? In besonderer Weise, als sie in der Wüste waren und Durst hatten, was hat Gott da getan? What did God do? Was hat Gott getan? He told Moses to strike the rock. Er hatte Mose aufgetragen, mit dem Stock an den Felsen zu schlagen. And as soon as with his staff he struck. Und als er mit dem Stock an den Felsen schlug, from there one glass of water kam came. Ein Glas Wasser aus dem Felsen. Ja, war das so? No, from there gushed forth a river of water. Nein, als er auf den Felsen schlug, kamen Ströme von Wasser heraus. So no. War das so? So they are remembering that. Und daran erinnern sie sich beim Laubhüttenfest. Okay, so where did Moses strike? Also, wo hat Mose draufgeschlagen? On the rock. Auf den Felsen. Okay? Ja? On the rock. So, in the Old Testament, Moses struck on the rock and from the rock water came. Yes or no? Also, im Alten Testament hat Mose auf den Felsen geschlagen und aus dem Felsen kam das Wasser. Stimmt das? Ja. Okay. What is actually the rock? Was ist aber in Wahrheit dieser Felsen? Yeah, let us take 1 Corinthians chapter 10. Dazu nehmen wir den 1. Korintherbrief. There St. Paul tells, what is the rock? 10. Kapitel. Da sagt uns Paulus, wer dieser Felsen ist. So he tells like this, from verse 2 onwards. Wir beginnen bei Vers 2. In the cloud and in the sea they were all baptized into Moses.
Und alle, die auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. And all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink. Alle aßen auch die gleiche gottgeschenkte Speise. Next to us, okay. Tranken den gleichen gottgeschenkten Trank. Since they drank from the spiritual rock which followed them. Denn sie tranken aus dem lebensspendenden Felsen, der mit ihnen zog. And the most important is what is coming now. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. And that rock was Christ. Und dieser Fels war Christus. So the rock was? Also der Fels war? Christ. Christus. And when did water come out of the rock? Und wann kam das Wasser aus dem Felsen? When the rock was beaten. Als der Felsen geschlagen wurde. Was this rock was beaten? Und wenn wir auf Jesus schauen, wurde er geschlagen? Yes or no? Ja oder nein? Yeah. Where? Wann? Ja, during his passion. Ja, während seines Leidens. This rock was beaten. Wurde dieser Felsen Christus geschlagen? Okay. Verstanden? And what happened? And this rock was broken. Und dann wurde dieser Felsen gebrochen. And there became an opening. Und er wurde geöffnet. And from there gushed forth. Und von da raus kamen. What is the 3 o'clock prayer? Und was beten wir um 3 Uhr? Please pray that prayer, 3 o'clock prayer. Oh, blood. Weiter. Once more. Noch einmal gemeinsam. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmen. Yes. When this rock, a small opening happened in this rock, from the gush forth. Also als eine kleine Öffnung in diesem Felsen, in diesem Herzen Jesu war, kamen Ströme heraus. Ja. So the rock is the Lord. Also dieser Fels ist Christus, der Herr. And from him we receive the Holy Spirit. Und von Christus her empfangen wir den Heiligen Geist. Do you know for what do we use water? Also, ihr wisst, wofür wir Wasser gebrauchen. Can you tell me the uses of water? Könnt ihr mir die ganz normalen Dinge sagen, wofür wir Wasser gebrauchen? For drinking. Einmal zum Trinken, ja. Yes. See, this is the aspect of the Holy Spirit. See, you use water to take bath. Also, das sind die Aspekte auch des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Wasser auch zum Reinigen. To clean yourself, cleanse yourself, right? Um uns selbst zu waschen. So that is an outward activity. Das ist eine ausgießende Tätigkeit. Outside. Das machen wir äußerlich. So it cleanses. When you take bath, it will clean your outside or inside. Also wenn ihr baden geht, werdet ihr dann äußerlich oder innerlich sauber? Outside. Äußerlich, okay. Yes or no? Stimmt das? Ja. Yeah. So when you take bath, it will wash your outside. Also wenn ihr baden geht oder duschen, dann werdet ihr äußerlich sauber. But when you drink water. Aber wenn ihr Wasser trinkt. What happens? Was geschieht dann? Yeah. Actually, you know, the doctors say, no, you should drink water. Also die Ärzte sagen uns immer wieder, ihr sollt viel Wasser trinken. It gives life. Es gibt Leben eurem Körper. As well as it cleanses you. Und gleichzeitig reinigt es euren Körper. Yes or no? Stimmt das? So it cleanses your inside. Also das Wasser reinigt euch von innen. It gives life. Und gibt euch Leben. So it is the same thing Holy Spirit also does. It purifies our outside as well as inside. Und genau dasselbe tut auch der Heilige Geist. Er reinigt uns von außen und von innen. So if you see the scriptures in the Old Testament, we will see only cleansing outside. Und wenn wir in den Schriften nachschauen, dann sehen wir im Alten Testament, dass uns da immer von der Reinigung von außen berichtet no, wird. No, they are washing hands and legs and body. Outside washing. Sie reinigen ihre Hände, ihre Füße, ihren Körper, alles äußerlich. But in the New Testament,
Aber dann im Neuen Testament, we will see a washing, cleansing, purifying inside also. Dann sehen wir diese Waschung und Reinigung im Inneren. No? When was the first washing of your inside happened? Wann geschah die erste innere Reinigung bei euch? Taufe. Auch wiederum bei der Taufe, ja. You know, during baptism, all your sins are forgiven. You know that? Also, ihr wisst, dass durch die Taufe alle eure Sünden vergeben wurden. Do you know? Wisst ihr das? Yeah. You know, that's why some I think, not Constantine, maybe somebody else, I think, they waited for the time of death. Also, es war zu einer Zeit, ich weiß nicht, ob es Konstantin war oder irgendjemand anders, da warteten sie mit der Taufe bis zum Tod. No? Why? Warum? So that they can enjoy the life as much as they want, just before the death they take baptism. Weil sie hatten so diese Vorstellung, sie genießen ihr Leben bis zum Tod und kurz vor dem Tod lassen sie sich dann taufen, dann sind alle ihre Sünden vergeben. Nice idea, no? Schöne Idee, oder? So they can enjoy their life, but last moment. Also genießen ihr Leben und dann im letzten Moment lassen sich taufen. But the question is. Aber die Frage ist ja. Do you know when are you going to die? Wisst ihr, wann ihr sterben werdet? And maybe when you die, will you get the opportunity to get baptism? Und wenn es dann zum Tod kommt, werdet ihr noch die Möglichkeit haben, zu taufen, getauft zu werden? No. So that's why. Okay. So the first cleansing happened during your baptism. Also die erste Reinigung findet während eurer Taufe statt. Can you tell me any other place where in which the Holy Spirit cleanses you? Könnt ihr mir noch andere Orte oder Gegebenheiten nennen, wo der Heilige Geist euch reinigt? Confirmation. Wenn wir hier so. Beichte. Ja. Beichte. Yes. Yeah. Yes. During Holy Eucharist, yeah, Holy Eucharist. See, we at the beginning we ask for forgiveness, no? Ja, so auch bei der Eucharistie, da beginnen, fangen wir doch am Anfang mit Vergebung an. Yeah, but those times we ask, okay, the venial sins are forgiven, no? Also da bitten wir um die Vergebung unserer lästlichen Sünden. But you know, in very tangible way is the Beichte. Aber eine sehr intensive Sache ist die Heilige Beichte. No? Holy Spirit cleanses our inside. Da reinigt der Heilige Geist uns von innen. Yeah. So the Holy Spirit who cleanses our outside as well as the inside. Also der Heilige Geist ist es, der uns äußerlich und innerlich reinigt. So, who is the rock? Also, wer ist der Felsen? Jesus is the rock. Okay, now let's go a little more further. Let's take John chapter 14. Also gehen wir ein bisschen weiter und nehmen Johannes Evangelium 14. Kapitel. So there, when Jesus promises that he is going to give the Holy Spirit, he tells he is giving the Holy Spirit for 5 purposes. Und als Jesus seinen Jüngern sagt und die Verheißungen gibt, dass er den Heiligen Geist, den Beistand senden wird, da macht er das mit 5 Versprechungen. Let us see. Lasst uns das anschauen. Chapter 14, verse 15 onwards. Nehmen wir das 14. Kapitel von Johannes, Vers 15, folgende. He tells, if you love me, you will keep my commandments. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, dann werdet ihr meine Gebote halten. I shall ask the Father and he will give you another paraclete. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. For what? Wozu denn? To be with you forever. Dieser Beistand, der für immer bei euch bleiben soll. Yeah? Not for one day. Nicht nur für einen Tag. But forever. Für immer. So the first promise of the Lord is, I am going to give you the Holy Spirit and he will be with you forever. Also das erste Versprechen, was Jesus uns gibt, ist, ich werde euch einen anderen Beistand geben und der wird für immer bei euch bleiben. That means what? Was bedeutet das? Whether you are a sinner. Egal, ob du ein Sünder bist. Or a saint. Oder ein Heiliger. He is with you. Der Heilige Geist ist mit euch. Whether you are sick or healthy. Egal, ob du gesund oder krank bist. He is with you. Er ist mit dir. Whether you are broken or happy.
Egal, ob du zerbrochen oder glücklich bist. He is with you. Er ist mit dir. Yeah. Oh, forever, always. Für immer. Yeah. See, that is the voice we hear, no, inside in our conscience. Also das ist die Stimme, die wir in unserem Gewissen hören. Yes or no? Okay, now let us read a little more. Also lesen wir ein bisschen weiter. And then Jesus says, He is with you, He is in you. Also Jesus sagt, er ist mit euch, er ist in euch. Then we will see another promise of the Lord. Dann hören wir das weitere Versprechen. So the first promise is to be a helper, to be with you forever. Also das erste war, er schenkt uns einen Beistand, der für immer bei uns bleibt. Then let's read 14:26. Lesen wir dann 26. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all I have said to you. Dann heißt es, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So will teach you everything and remind you everything which I have said. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. See, here we see a difference between the Old Testament and the New Testament. Hier sehen wir einen Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. In the Old Testament, the people had to go to the rabbi to understand what God wants from them. Also im Alten Testament war es so, dass die Gläubigen zum Rabbi gingen, um zu verstehen und zu hören, was Gott von ihnen wollte. Or they have to go to the prophets. Oder sie gingen zu den Propheten. But in the New Testament, aber im Neuen Testament, God promises each one of the Holy Spirit. Verspricht Jesus jeden den Heiligen Geist. And the Holy Spirit will teach each of us directly. Und der Heilige Geist ist es, der jeden von uns direkt belehrt. And we don't have to go and run around here and there. Und wir müssen nicht herumlaufen zu diesem oder jenem. Because Jesus himself says that. Weil das hat Jesus selbst Hebrews gesagt. Hebrews 8:11 says. Und wir schauen das nochmal bestätigt im Hebräer 8:11. 8:11. There will be no further need for each to teach his neighbor and each his brother, learn to know the Lord. No, they all will know me, from the least to the greatest. Keiner wird mehr seinen Mitbürger und keiner seinen Bruder belehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Yeah, all will be able to know, because the Spirit will speak inside each one of us. Denn sie alle werden mich erkennen, weil der Heilige Geist spricht in jedem von ihnen. Then, let's take once more. 1 John chapter 2, verse 27. Nehmen wir noch einmal den ersten Johannesbrief. 2:27. Zweites Kapitel, Vers 27. As for you, the anointing you have received from him remains in you. Für euch gilt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Anointing means the Holy Spirit. Salbung heißt Heiliger Geist. If the Holy Spirit remains in you. Also wenn der Heilige Geist in euch bleibt. You do not need anyone to teach you. Und braucht ihr von niemandem belehrt zu werden. Why? Warum? Since the anointing he gave you teaches you everything. Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. So, the Holy Spirit will teach. Also, der Heilige Geist wird euch lehren. So, if you don't know what to do tomorrow, or what decision to take, what you should do? Also, wenn du nicht weißt, was du morgen machen sollst, oder wenn du nicht weißt, welche Entscheidung du treffen sollst, was sollst du dann machen? Ja, ask him. Also, frag ihn. He said he will teach. Er hat es doch gesagt, er wird euch lehren. We can tell the Lord, Lord, you said that you will give us the Holy Spirit and the Holy Spirit will teach us everything. Lord, now I don't know what to do. Teach me, Lord. Wir können sagen, Herr, du hast es doch gesagt, dass der Heilige Geist bei uns bleiben wird und dass er uns alles lehren wird. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Also, Herr, bitte, lehre mich. Then the Lord will say. Und dann wird der Herr antworten. Isaiah 30:20. Dann wird er sagen, Jesaja 13, 20. Okay, 30, 20. 30, 20. Okay. He tells like this.
When the Lord has given you the bread of suffering and the water of distress, he who is your teacher will hide no longer. Auch wenn dir der Herr bisher nur wenig Brot und nicht genug Wasser gab, so wie er dein Lehrer, wird er, dein Lehrer, sich nicht mehr verbergen. You will see your teacher with your own eyes. Deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Next. Und das nächste? Your ears will hear these words behind you. Deine Ohren werden es hören, wenn er dir nachruft. In order to hear the words behind you, somebody should speak from behind. Also damit du die Worte hinter dir hörst, muss ja auch jemand hinter dir sprechen. And what do I hear? Und was höre ich da? This is the way. Keep to it when you turn to the right or to the left. Hier ist der Weg, auf dem müsst ihr gehen, auch wenn ihr selbst rechts oder links gehen wollt. So, what is the context? Okay, I am walking. Also, was ist der Zusammenhang? Also, ich gehe da lang. Then, one way is going this side, another way is going this side. Dann gibt's da eine Gabelung nach rechts oder nach links. I don't know which way will take me to my destination. Also, und ich weiß nicht, welcher Weg mich jetzt zum Ziel bringt. So I have to decide now, this or this. Und da muss ich mich jetzt entscheiden, gehe ich da lang oder da lang. I have to take a decision in my life, which one to choose, this one or this one. Ich muss in meinem Leben Entscheidungen treffen. Soll ich dies tun oder das tun? One if I take, I may reach. Another if I take, I may not reach. I will be lost. Wenn ich die eine Richtung nehme, dann mag ich ans Ziel kommen. Wenn ich aber die andere Richtung nehme, dann mag ich verloren gehen. So, when I ask him. Und wenn ich also ihn frage. When I ask him, Lord, I don't know. Herr, ich weiß es nicht. Lord, you teach me. Herr, du lehrst mich. Lord, you tell me. Du hast doch gesagt. So he will tell. Dann wird er es sagen. You will hear a voice from behind. Du wirst die Stimme hinter dir hören. My son. Mein Sohn. My daughter. Meine Tochter. Take this way. Nimm diesen Weg. Who is that speaking? Wer ist es, der da spricht? Yeah, Jesus. Holy Spirit is speaking. Ja, der Heilige Geist ist es, der da spricht. No? And if you take that way, it will be the best. Und wenn du diesen Weg dann wählst, dann ist es das Beste. Yeah? It will be the best way. Das ist der beste Weg. Did I share with you what happened in one of the exams? In one of my exams? Habe ich euch schon mitgeteilt, was in einer meiner Examen, meiner Prüfungen geschehen ist? In one of the exams, it happened like this. Einmal ist es so geschehen. So, I got the question paper. Also, ich habe das this was before I joined the seminary, okay? Also, es war bevor ich ins Seminar gegangen bin, da bekam ich so einen Fragebogen. During my engineering time. Also während dieser Zeit, wo ich das Ingenieurstudium gemacht habe. So, when we get the question paper, what do we do normally? Also wenn wir dann diesen Fragebogen kriegen, was machen wir dann normalerweise? We will go through the questions, no? The questions which we have studied has come or not. Und dann schauen wir, normalerweise schauen wir uns den Fragebogen an und schauen, ob die Fragen, die dort stehen, ob das die Fragen sind, die ich studiert habe, ja oder nein. Correct, no, Mike? Yes. Mike, macht man das so, ja? So I was, because this was full of mathematics, maths. Und also dieser Fragebogen war voll von Mathematikaufgaben. So I went through the questions. Ich bin die Fragen durchgegangen. So then there was long answer questions, essay questions, 5 of them. Also das waren lange Fragestellungen. And for each question there are 2 choices. Und für jede Frage gab es 2 Möglichkeiten. Okay, so you can choose one of those. Und eins kannst du auswählen. So I saw this question, okay, next one, okay, next. Then when I reached this one particular question, there were 2 options. Also und dann habe ich die erste Frage angeschaut und gedacht, okay, zweite, okay, dritte. Aber als zu einer kam, wo es 2 Möglichkeiten gab. And both I knew. Und ich kannte beide Möglichkeiten. But the speciality, the difference between these 2 are. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten war. The first question, if I write, in order to get the answer for the first question, I need to write 5 lines of steps. Also um die erste Frage zu beantworten, brauchte ich 5 Zeilen, um 5 Schritte aufzuschreiben. But in order to get the answer for the next question, the other option, I have to write 5 pages of steps. Aber um die zweite Möglichkeit, die zweite Frage zu beantworten,
müsste ich 5 Seiten von Schritten schreiben. Both I know. Beides wusste ich. Which one will you choose? Welches hättet ihr gewählt? 5 lines or 5 pages. If you get the correct answer, you'll get full marks. Also, wenn ihr die richtige Antwort sagt, dann, also wenn ich richtig geantwortet hätte, hätte ich die volle Punktzahl gekriegt. Also, was würdet ihr wählen? Das, wo ihr 5 Zeilen schreiben müsst und das, wo ihr 5 Seiten schreiben müsst? First one. Yeah, I also felt the same. Ja, so habe ich das auch gespürt. So, I decided in my mind that I'll write the 5 lines question. Also, dann habe ich mich entschieden, dass ich diese 5 Zeilen Antwort gab. But immediately, aber sofort, somebody told, war jemand da, der zu mir sagte, my son, mein Sohn, write the other one. Nimm das andere. I did not like at all. Das gefiel mir überhaupt nicht. I did like. Ich mochte es nicht. Then I told like this. Und ich sagte, Lord, Herr, this is not English question paper. Das ist keine englische Fragestellung. So if it is English, one spelling mistake if you do, you will lose little bit mark. Also wenn das eine englische Fragestellung wäre und du ein bisschen dich falsch ausdrückst, dann verlierst du Punkte. But this is maths. Aber hier ging es um Mathematik. One number change, everything will change. Wenn eine Nummer falsch ist, dann ist alles andere auch falsch. So if I write a short question, even if I make mistake 2-3 times, I can see whether I am correct or not. Revise. Also wenn ich da was Falsches schreibe, dann kann ich das schneller nachschauen, wenn ich nicht so viel zu schreiben habe, wo der Fehler ist. But the other on 5 pages, it is not, there is not time to finish also, but if I finish, there will not be time to see again. Aber wenn ich da 5 Seiten schreibe, dann habe ich erstmal gar nicht die Möglichkeit, das alles bis zum Ende zu bringen und vor allen Dingen schon gar nicht die Möglichkeit, nochmal nachzuschauen. So I was teaching him. Also habe ich den Herrn belehrt. Huh? This is not English English exam. This is maths exam. Ich habe den Herrn belehrt und sagt, hör mal, das ist jetzt hier keine Englischprüfung, das ist eine Matheprüfung. He doesn't know, no? Ich dachte, er weiß es nicht. But still he said, my son, write the second one. Aber er blieb dabei und sagte mir, mein Sohn, nimm die zweite Möglichkeit. When I think with my reason, it is stupidity. Also, wenn ich von meinem Verstand her nachgedacht habe, habe ich gesagt, das ist verrückt, das ist dumm. Yes or no? Ja oder nein? Why to waste time? Warum sollte ich die ganze Why Zeit to take chance to make mistakes? Warum sollte ich darin einsteigen, Fehler zu machen? So, this happened everything in the mind. Und das alles fand in meinem Kopf statt. Then I started to write from the first question. Also ich bin dann angefangen, die erste Frage zu beantworten. Okay, then I reached this essay question. After that, I finished everything. I reached this question. Und dann habe ich alles beendet und kam eben dann zu dieser Frage. Now I have to write. Jetzt musste ich schreiben. I wanted to write the first one. Und ich wollte jetzt bei dieser Frage eben auch die erste Möglichkeit nehmen. Again, he said. Und wieder hörte ich. I am telling you. Ich sage dir doch. Write the second one. Nimm die zweite Möglichkeit. See, very difficult. Es war echt schwer. Because it's stupidity. Weil es war irgendwie dumm. But remember. Aber erinnert euch. Whoever has surrendered their wish before the will of the Lord, that moment heaven comes down for their aid. Und immer erinnert euch, wenn ihr eure Absichten ganz dem Herrn übergeben habt, dann wird er in der rechten Zeit euch lehren, was zu tun ist. Because why he or she is doing that? Warum tut er oder sie das? Because he has told. Weil er es gesagt hat. If he has told and we do what he has told, it is his duty to do it in a wonderful way. Also, wenn wir wirklich das tun, was er uns sagt, dann ist es seine Verantwortung, dass das in einer wunderbaren Weise dann auch richtig geschieht. That's why Jesus told the Samaritan woman. Das hat Jesus doch auch die Samariterin gelehrt. John chapter 4 verse 10. Johannes 4:10. If you knew who is asking this of you and what he is going to offer you. Wenn du wüsstest, wer mit dir spricht und was er dir geben würde. If you knew who is asking you. Wenn du wüsstest, wer dich bittet. And what he is offering you. Und
was er dir geben möchte. See, many times what happens is I don't know who he's asking. I don't know what he wants to give me. Oft ist es so, dass wir gar nicht wissen, wer uns bittet und dass wir nicht wissen, was er uns geben möchte. Yes, Peter also had the same question. Ja, dieselbe Frage hatte Petrus auch. When Jesus told to put the net. Als Jesus ihm sagte, das Netz wieder Stupidity. Das war doch verrückt, das war doch dumm. But if you knew who he's asking, what he is offering you. Aber wenn du wüsstest, wer es ist, der dich bittet und was er dir anbietet. Then what happened? Und was geschah? I stopped writing. Ich habe aufgehört zu schreiben. Then few minutes I kept silent. Und ich bin ein paar Minuten in der Stille gewesen. Then I told. Und dann sagte ich. Okay, Lord, let your will be done. Okay, Herr. Dein Wille geschehe. I started to write the second one. Und ich bin angefangen, die zweite Möglichkeit zu schreiben. Five pages, so I have to write fast to finish. Also es waren 5 Seiten. Ich musste schnell schreiben, damit ich das schaffen würde. And somehow I managed to finish. Und irgendwie habe ich es geschafft. Exam got over. Die Prüfung war zu Ende. We went out. Wir sind hinausgegangen. What do we do after the exam when we go out? Und was machen wir normalerweise, wenn wir dann rausgehen und uns treffen? Yeah, we with our friends, no? Mit unseren Freunden. We discuss the questions. Wir sprechen über die Fragen. So this is maths, no? So we know the answer, so we know it's correct or not. Also es war Mathematik, also konnten wir schnell gucken, ist die Antwort richtig oder falsch. So we were discussing. Und so haben wir this question came. Und dann kam es zu dieser entscheidenden Frage. So all have done the first question. Alle meine Mitstudierenden haben die erste Möglichkeit gewählt. But one foolish person has done the second question. Aber ein Dummkopf hat die zweite Möglichkeit gewählt. But he didn't want to tell that to them. Aber er hat sich nicht mal getraut, das den anderen zu sagen. Because others will make fun of you, stupid fellow. Weil die anderen hätten sich darüber lustig gemacht und hätten gesagt, du Dummkopf. No, so I did not say. Also ich habe nichts gesagt. I kept quiet. Ich war ganz ruhig. I was just listening what they are saying. Ich habe einfach zugehört, was sie alle so sagten. So then I felt that I have made a mistake. Und dann hatte ich tatsächlich das Gefühl, oh, see, ich habe einen Fehler gemacht. All my friends have done the first one, stupid fellow. Meine Freunde hatten die erste Möglichkeit gewählt und ich war dieser Dummkopf. I felt a little bad inside. Ich fühlte mich nicht so gut. But I did not say. Aber ich habe nichts gesagt. Okay. This was my feeling. Das war mein Gefühl. Then we finished the question, then we were about to go from the college. Und dann haben wir die Fragen weiter durchgegangen und dann wollten wir weggehen. So when we were about to go, one friend ran and came with the question paper. Dann kam einer unserer Freunde mit dem Fragebogen noch hinter uns hergelaufen. And he told us. Und er sagte, look. Schaut. This question. Schaut diese Frage. That short question. Diese kurze Frage. He said, see, there is a twist in the question. Da ist ein A twist means a subtle, hidden problem inside. Also da ist ein verborgenes Problem oder eine Fangfrage. Oder so. Means very difficult to understand. Also es ist sehr schwer zu verstehen, wie die Frage formuliert ist. The professors who wrote that question paper is not stupid to give 12 marks for 5 lines. Also der Professor, der die Frage gestellt hat, ist doch nicht so dumm, dass er 12 Punkte für nur 5 Zeilen gibt. Ja. So that nobody understood that because it was very difficult to understand little, no? Und niemand hatte diese Frage wirklich verstanden, weil sie so anders formuliert war. So all of them were so sad. Und dann auf einmal wurden alle so traurig. But there was a stupid fellow behind. Aber dann gab es so einen kleinen Dummkopf hinter ihnen. You know what did he do? Wisst ihr, was er tat? He was with the friends. Er war zusammen mit seinen Freunden. So he went away from them. Er ist von ihnen weggegangen. Why? Warum? Because he felt to cry. Weil ihm war danach zu weinen. Huh? And he told the Lord. Und er sagte zum Herrn. Lord. Herr. Lord, why are you loving me so much? Herr, warum liebst du mich so sehr? Lord, I did not ask you which question to write.
Ich habe dich doch nicht mal gefragt, welche Antwort ich geben soll. I told I will write this one. Ich war mir doch so sicher, dass ich die erste. But you told me, my son, you write this one. Aber du hast interveniert und hast gesagt, mein Sohn, nimm die zweite Möglichkeit. Then I try to teach you. Und dann bin ich angefangen, dich zu belehren. Lord, this is not English, this is mathematics. Ich habe dir gesagt, es ist doch kein Englisch, es geht um Mathematik hier. But still, you did not give up. Aber du hast immer noch nicht aufgegeben mit mir. When I started to write the small one also, you said. Als ich dann mich entschieden hatte, die erste Möglichkeit zu wählen, hast du immer noch gesagt, my son, mein Sohn, I am telling you, ich sage dir doch, write the second one. Nimm das zweite. Oh Lord, oh Herr, why are you loving me so much? Warum liebst du mich so sehr? So what happened? In that, out of 100, I think I got 96. Also dann, was geschah? Von den 100 Punkten, die möglich waren, habe ich 96 bekommen. In the university. In der Universität. Ja? Why? Warum? Because of him. Wegen ihm. So that's the working of the Holy Spirit. Also das nennen wir das Wirken des Heiligen Geistes. It's wonderful. Es ist wunderbar. Marvelous. Wunderbar. Beyond words. Übersteigt alles. That's why the psalmist says, taste and see that the Lord is good. Deswegen heißt es im Psalm, seht und gut, wie köstlich der Herr ist. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. That is what I feel, Lord, why are you loving me so much? Und deswegen habe ich zum Herrn gesagt, Herr, warum liebst du mich so sehr? That is the life in the Holy Spirit. Das nennen wir Leben im Heiligen Geist. Because Jesus says, when the Holy Spirit comes, he will teach you everything. Weil Jesus hat doch gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch alles lehren. That is the working of the Holy Spirit. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. I think slowly we should stop. We have to go to the church, no? Also gleich ist die heilige Messe. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. So, what the Lord wants to tell us today? Also, was möchte der Herr uns heute sagen? Believe in me. Glaubt an mich. Believe in the inspirations the Holy Spirit gives you. Glaubt an die Ansprechungen, die Anregungen, die der Heilige Geist euch gibt. Maybe it may be against your own wishes. Das kann euren eigenen Wünschen entgegenstehen. See, many times it is like that. Oft ist das so. Most often it will be against our wishes. Oft ist es so, dass es gegen unsere eigenen Wünsche oder Vorstellungen ist. Our wish is always to have more pleasure, more enjoyment, nice. Unsere Wünsche sind oft so, dass wir mehr Vergnügen, mehr Freude, more easy, mehr Leichtigkeit haben, more comfortable, mehr Komfort. Yeah. But you know, if we obey the Spirit, He will give the joy, the happiness, not little bit, in abundance. Aber wenn wir dem Geist wirklich folgen, dann wird er uns Freude geben, nicht so ein bisschen Freude, sondern Freude in Fülle. See, that's why I cried. Deswegen musste ich weinen. No, you cry in two occasions. Wir weinen in zwei Absichten. When you feel so much pain. Und einmal, wenn wir so viel Schmerzen haben. When the pain overflows. Wenn der Schmerz überfließt. It will overflow through here. Dann fließt es aus den Augen heraus. Yes or no? Ist das so? If you have a little pain, will you cry? Wenn du ein bisschen Schmerz hast, wirst du dann sofort weinen? No. But if it is so much pain, the pain will come out. Aber wenn der Schmerz so groß ist, dann kommt er aus den Augen herausgeflossen. And there is also another place also in which you cry. Und dann gibt es noch eine andere Form, wo ihr weint. When you experience the joy. Wenn ihr wirklich die Freude erfahrt. When you cannot hold the joy in your heart by yourself. Wenn ihr die Freude nicht in eurem Herzen festhalten könnt. It comes out. Dann kommt's raus. Through your tears. Und dann kommt es auch aus euren Augen. Tears of joy. Freudentränen. See, many times what happened, when you come to the confessional, oft geschieht das, wenn ihr zur Beichte kommt, you come with tears of pain, tears of suffering, tears of agony. Dann kommt ihr oft mit Tränen der Traurigkeit, der Reue. But whenever you do a sincere confession, aber immer, wenn ihr wirklich eine ernsthafte Beichte macht, at the end, am Ende ist es so,
all those, you will go out with tears of joy. Dann werdet ihr mit Freudentränen hinausgehen. No? Imagine how many times you have experienced that. Überlegt mal, wie oft ihr das selber schon erfahren habt. How many times? Wie oft? Why? Warum? He worked. Weil er am Werk ist. He worked. Er wirkt. Yeah, he worked inside. Er wirkt in unserem Inneren. See, that's our Lord. So ist unser Herr. You know, our life is so wonderful. Wisst ihr, unser Leben, es ist so wunderbar. See, God has called to a such a wonderful life. Gott hat uns zu einem so wunderbaren Leben berufen. See, how many people have not understood this? Wie viele Menschen haben das noch nicht mal verstanden? That's why they are running around this one, that one, that one. Darum laufen sie herum und suchen hier und da und überall. But when they go, they are not at all satisfied. They want more and more and more. Und wenn sie gehen, dann sind sie immer noch nicht zufrieden. Dann suchen sie hier noch und brauchen noch mehr und mehr und mehr. But see, God has given us that opportunity to understand His love. Aber Gott hat uns wirklich die Möglichkeit gegeben, seine Liebe zu verstehen. No. How good he is. Wie gut er ist. No. Many times we should tell the Lord. Ganz oft sollten wir dem Herrn sagen. Lord, how can I thank you for all the goodness you are giving me? Herr, wie kann ich dir für alles Gute danken, was du mir immer schenkst? Yes. See, my dear friends. Meine lieben Freunde. He has given us his spirit. Er hat uns seinen Geist geschenkt. We just have to obey him. Wir sollen ihm mal eben gehorchen. Believe in him. Ihm glauben. And he will do marvels in our lives. Und dann wird er in unserem Leben Wunder vollbringen. Only when. Aber nur wenn. When I allow him. Wenn ich ihm das gestatte. When I trust him. Wenn ich ihm vertraue. When I surrender my will to his will. Wenn ich meinen Willen unter seinen Willen stelle. Then everything will be marvelous. Dann wird alles wunderbar. God is good. Gott ist gut. All the time. All the time. All the time. Alle Zeit. All the time. Alle Zeit. God is good. Ist Gott gut. Okay. God is good. Gott ist gut. All the time. Alle Zeit. All the time. Alle Zeit. God is good. Ist Gott gut. Okay. So let us thank the Lord. Also danken wir dem Herrn. Yeah. Are you happy? Seid ihr jetzt glücklich? Yeah. Yes. See, we are so blessed. Wir sind so gesegnet. So let us thank the Lord. Also danken wir dem Herrn. With maybe two or three words of a hymn of thanksgiving. Also singen wir zwei, drei Zeilen eines Liedes zum Dank.